Hallo ihr Lieben, heute sind wir bei einem ganz besonderen Menschen vor Ort, auch in einer ganz besonderen Umgebung. Ihr werdet später noch mehr davon sehen, aber auch schon jetzt habt ihr einen, denke ich, sehr magischen Eindruck. Ich bin heute bei Alfonso Gravina. Alfonso ist Künstler und das war schon sein ganzes Leben lang, auch wenn er das über viele verschiedene Wege den Ausdruck der Kunst gefunden hat. Mittlerweile bist du ja schon fast hauptberuflich mit deinen Kunstwerken beschäftigt, die wir hier im Hintergrund überall sehen. Aber du hast auch schon sehr viel Musik gemacht, sehr besondere Musik. Und das zeichnet dich aus, dass alles eine ganz spezielle Note hatte. Und du bist auch Friseur gewesen. Heute sind wir ja sogar in deinem Friseurstudio. Und all das hat gemeinsam, dass du deine Kreativität auslebst. Ja, das ist wahr. Erstmal freue ich mich hier heute von Nathalie interviewt zu werden. Das ist für mich so schön, mal was anderes kennenzulernen und euch auch euch vorstellen, so was ich so mache. Ja. Da kommen wir gleich zu der ersten Frage, beziehungsweise möchtest du noch irgendwas ergänzen? Habe ich was vergessen? Also im Grunde nicht. Also im Grunde ist schon eine Menge, ja. Okay, du bezeichnest deine Kunst als die wandelnde Kunst. Worin liegt für dich dieser Wandel? Der Wandel ist im Grunde in der Kunst da zu sehen, wo die Formen entstehen. Also bei mir ist der Wandel in der Kunst ist immer wieder, ja, sich selbst zu erkennen, immer wieder neue Wege zu gehen, die vielleicht manchmal unsicher sind. Und bei dieser Kunst ist es so, dass der Wandel im Grunde stattfindet in dem Moment, wo ich anfange zu malen. Ne? Und das wandelt mich. Und ich glaube, wenn die Menschen, wie soll ich sagen, damit in Verbindung gehen, bekommen sie etwas Schönes an. Sehr spannend. Also würdest du sagen, dass dich jedes Bild auch irgendwo verändert oder dass durch jedes Bild, was du erschaffst, eine Transformation in dir stattfindet? Auch sowas wie Selbsterkenntnis oder ein Gefühl von Gemeinsamkeit. Ja. Ja. Also es verbindet mich schon eher mehr mit mir. So. Und somit kommt auch dann daraus das, was man so sieht. So. Spannend. Es gab mal eine Schriftstellerin, beziehungsweise die gibt es immer noch, Nina George heißt sie, und die hat gesagt, dass jede Romanfigur, die sie erschafft, ein Stück von sich nimmt, aber auch immer weiterlebt, selbst wenn das Buch zu Ende ist. Würdest du das auch über deine Kunstwerke so sagen? Denn die sind ja extrem lebendig. Diese Kunstwerke haben die Fähigkeit zu wandeln, ja. Also ich habe es selbst erfahren dürfen, ja, es ist so gleich wie die Frau George, ja, es hat diese Kraft, weil es eben schon vielfarbig ist, so wie wir wirklich sind, so wahrhaftig. Ja? Wir kennen immer Schwarz und Weiß, aber es gibt ja viel mehr, auch viel mehr als bunt. Und das möchte ich gerne schon, dass die Menschen das erfühlen, so wer sie selbst sind. Ja, ja? Weil im Grunde, ich meine auch keine bestimmten Sachen, also keine Gegenstände, keine Menschen, sondern schaue innen, was ist, um dort etwas entstehen zu lassen, der wahrscheinlich auch ein großes Stück von uns allen ist. So, ja. Also das Gehirn ein bisschen schachmatt legen, würde ich sagen. Ja. Ja, stimmt. Du hast ja auch gesagt, dass du nicht denkst, während du zeichnest. Ja, genau. Das ist das, was wahrscheinlich sehr viele Künstler mir also ja sagen würden. Bei mir ist es sehr intensiv. Wenn ich male, sprudelt was raus und ich habe einfach die Aufgabe, nach den Stiften zu greifen und das da in den Raum zu malen. Ja? Also das ist so das Ganze. Und danach bin ich selber wieder begeistert, was da ist. So, ja? Wie soll ich das kennen? Ja. Also woher? Also das ist ja, nach hinschauen ist ja gut und schön, aber es gibt eben viele Parameter, die man gar nicht so sehen möchte. So, ja? Aber durch diese Bilder ist das Gefühl klarer. Ja. Also ist deine Kunst für dich wirklich auch so eine Art Selbsterkenntnis? Ja,
dadurch erkenne ich mich selbst, ja. Immer ein Stückchen mehr. Und ich habe das Gefühl, dass es viele Menschen genauso ergibt wie mir. Ja. Dass sie sich auch immer mehr ein Stückchen mehr kennenlernen. Und vielleicht wagen sie es nicht zu sagen, wow, das bin ich auch. Das ist aber schön. Ja? Und dazu möchte ich sie gerne motivieren durch diese Bilder. Wunderschön. Ja, das ist so im Grunde mein Hauptanliegen. Du hattest ja auch gesagt, dass du keine Figuren malst beispielsweise. Und wir sehen das ja auch hier schon im Hintergrund. Wir schauen uns dann deine Bilder noch genauer an. Ja. Was auffällig ist, zum einen, dass du auf Schwarz zeichnest. Ja, das ist natürlich für mich auch erstmal neu gewesen, weil ich habe 2 Jahre lang habe ich mich mit Kugeln befasst auf weißes Papier mit Bleistift, um diese so plastisch wie möglich erscheinen zu lassen, weil mich das fasziniert hat. Ja? Und durch diese ganzen Malereien, die ich dann, ich habe mit Faber-Castell angefangen, gebe ich ehrlich zu, weil auch super schöne Farben hat, ja? Habe ich dann irgendwann mal so mit dieser Kunst aufgehört, um vielleicht nach 2 Jahren Kugelmalerei ein bisschen den freien Kopf zu kriegen, ja? Dass das nicht zu stark in Technik umwandelt. Und 2018, sage ich so, wie es war, bin ich einen anderen Weg gegangen, was eben die Farben anging. Hab diese Stifte genommen und gesagt, kann man denn auf Schwarz malen? Ja. Also in diesem Geschäft, ja. Okay, dann, da war so ein schwarzer Block, da haben Leute ein paar Striche gezogen. Das hat mich inspiriert. Das hat mich so inspiriert. Ich sagte, okay, ich brauche das. Ich brauche das. Ich brauche diese, diese schwarzen Karton, ja. Und das hat mir im Grunde gezeigt, dass im Grunde, wenn wir die Augen schließen, ist das Raum, was entsteht. Also wenn wir die Augen schließen, sehen wir ja auch was. Meistens hindern uns die Gedanken, etwas zu sehen. Deswegen sage ich ja, also es ist wichtig, eben auch den Raum zu erkennen in uns. Nicht nur das Licht. Es ist auch klar. Und in uns ist ja auch Licht, nicht nur außen. Also, wo ist das innerliche Licht? Was bringt es hervor? Sollen wir mal mit der Taschenlampe reinleuchten? So, und das ist das, was ich im Grunde provoziere. Ja, den Menschen schon dazu drängen, mal die Augen zu schließen und zu erfahren, so, was ist das? Wow, es ist schön. So, deswegen male ich ihn auf Schwarz. Die Farben, die knallen besser. Die sind mehr so, wie wir sie sehen. Ja? Du hast ja auch gesagt, dass du dadurch dem Papier das Licht geben willst und nicht nehmen willst. Ja, es ist ja auch so. Ja. Also wenn wir in den Himmel gucken, sobald ein Stern leuchtet, sehen wir den. Ja. Also es kommt sofort Licht hinzu. Wo Licht ist, und das mit den dunklen Tonen auf schwarzer Papier geht man Licht hinzu. Es ist, macht Freude. Ja? Also genau das macht die Freude. So, yeah. Ja? Und je mehr ich das erkenne, desto mehr kommt die Seele im Einklang. Und dann kommt der Kopf dazu, der die Technik zu machen hat. So, ja? So entsteht im Grunde erstmal ein Bild. Oder das, was raus soll. Ich fand das spannend, dass du gesagt hast, dass wir auch den Raum in uns erkennen müssen. Denn das ist ja, glaube ich, etwas, was vielen Menschen sehr schwer fällt, eben sich selbst erstmal Raum zu geben, aber auch in sich den Raum zu erkennen, der dann wieder offen ist, um die Dinge zu gestalten oder sich selbst zu gestalten. Das ist ja auch schwer. Es ist ja, also einfach ist es erst dann, wenn man sich auf den Weg begibt. Also nicht sucht, sondern auf den Weg begibt. Ja, und dann, klar, man stolpert, steht wieder auf. Aber welcher Mensch bleibt stehen? Es gibt keine Menschen, die stehen bleiben. Es gibt Menschen, die sich vielleicht eher manchmal kaputt denken. Das ist aber menschlich. Dafür kann man sie ja auch lieben. Es ist ja menschlich so, ja. Um das erstmal so zu erkennen und sich dann zu trauen. Es ist schwer, aber es ist ein guter Weg. Es ist ein guter Weg. Also es ist ein Weg, der uns selbst offenbart. Langsam aber sicher. Wir wissen doch gar nicht, wie wir sind. Wir haben noch nie angekratzt, so richtig so, ja? Ja. So, um das zu erleben, dass wir noch tiefer gehen dürfen, einfach gehen, nicht denken, dass, oh, das ist aber schwer, oder oh, das ist aber einfach, das könnte, das wäre, das... Da sind wir schon tot, ne? So fast so. Ja. Daher, das ist eine Motivation an uns selbst im Grunde, ja? Wir haben es verdient. Ja. Wir haben es verdient, alle haben es verdient. Ja, so
fühle ich das. Deswegen möchte ich gerne diese Kunst etwas mehr verbreiten. Ja. Also mehr auf den Weg geben, den Menschen sich mal damit mal zu befassen. Also mit so einem Spiegelbild von sich selbst oder von etwas, was vielleicht uns da anspricht. Aber wenn das nur eine Form oder eine Farbe ist, ist das so, das ist super. Wenn es mal schon für einen Augenblick aus dem Kopf heraus, was jetzt nicht schlimm ist, wenn man im Kopf ist, aber wenn im Grunde der Kopf dient, ja, ist es was Schönes. Das stimmt. So, ja, und das ist schwer, ja, aber ein Weg. Also ja, zu gehen, nicht mal der Weg, also das Gehen, also gehen. Ja. Darin liegt ja dann auch irgendwo der Wandel in deiner Kunst, dass es für jeden eine andere Erkenntnis hervorbringt. Absolut. Genau wie für mich. Jedes Mal, wenn ich neue Menschen kennenlerne, deswegen angeschnitten mit dem Friseur da sein. Ja? Ja. Ich habe sehr früh angefangen, mit 14, und habe natürlich jede Stunde einen anderen Wesen da sitzen. Und natürlich, klar, wenn man das Gefühl oder die Empathie damit verbindet, dann lernt man sehr, sehr viele Menschen kennen, von denen ich was lerne. Ja. Das sind ja immer wieder Generationen, die da sitzen. Ne? Zwischen Neugeboren, also Neugeboren nicht, aber ein Jahr, jüngster war 48 Tage, zeremoniell gesehen, wurden die dann Haare weggerissen, nicht rasiert. rasiert. Aber sonst, also ich habe sogar einen 103-Jährigen geschnitten. Also dazwischen gibt es sehr, sehr viele Seelen. Ja. Ja? Und das darf man nicht vergessen, das ist für mich ein Studium des Lebens gewesen, weil Kreativität aus dieser Form, aus der Schwierigkeit oder aus dem Intellekt funktioniert das nicht. Dafür ist der Intellekt nicht gedacht, ja, um das so zu machen. Aber das Leben schon, an sich, mit dem Intellekt zusammen. Ne? Also aber nicht nur, ja, da gehört mehr. Und das war so, dieser Friseur, das hat mir sehr viel geholfen, also Kunst zu empfinden auch. Interessant. Was ich erfahren durfte, dass übersetzt Kunst können heißt. Ja, genau. So, ne? Und ich glaube, dass wir alle in dem Fall etwas können. Jeder soll aber selbst herausfinden, was ist das? Was ist das? Dann haben wir einen Anteil an allem. Dann können wir uns gegenseitig ja ergänzen, klären, Gemeinschaften bilden, keine geschlossenen, offenen Gemeinschaften, um des Wissens wegen, ja, und der Anwendung. Ne? Sehr interessante Sichtweise. Es ist so viel Weisheit, wie gerade aus dir herausspricht. Ich finde, das strahlen auch deine Bilder wirklich aus, weil das andere, was eben noch sehr auffällig ist, dass du ja Verbindungen malst, wie du gerade selber gesagt hast. Also es scheint alles miteinander verbunden zu sein und man hat das Gefühl, wenn man irgendwas rausnimmt aus dem Bild, wäre das so nicht mehr komplett oder könnte auch so nicht mehr die Energie rüberbringen. Also das ist schon, also wenn sie fertig sind, sind sie fertig. Ne? Dann sind sie dann so. Der Kopf hat, das ist verrückt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich da was, also es ist wirklich nicht, also deswegen gibt es ja die Kunst. Weil ja, manchmal ist es schwer mit Worten das zu rüberzubringen. Wow, ja, ja. Du hast vorhin gesagt, dass schon das Studium, was du eigentlich als Friseur begonnen hast, in dem du die Seelen studiert hast oder gefühlt hast, dass dich das schon zur Kunst gebracht hat. Wann hast du dann so richtig begonnen zu malen? So richtig begonnen? Ja. 2018. Gab es also dafür gestern einen bestimmten Grund? Ja. Es ist eine Frau in mein Leben hinzugekommen, also die uns beiden Zwillinge geschenkt hat. Also wirklich eine gewaltige Kraft an Liebe, sich so stark gezeigt hat, dass ich in dem Moment, weiß nicht, wie man das so sagen kann, aber als Mann ist das ein bisschen anders. Ja? Entschuldigung. Die Energie im Grunde vom Schaffen, was man dann auf einmal so neben sich hat, vom Gefühl her unbeschreiblich. Ja. Und der Mann an sich, also ich, dreht Däumchen, ne? Also da entsteht Leben und hier steht nichts. So, ja? Ja. Und man kommt in ein Gefühl von, ja,
Ja, so, und wie geht's? So, man fragt seine Frau, wie ist es dir? So, wie ist, also, brauchst du was oder was? Oder sie hat auch gesagt, wow, es sind zwei. Also, es war immer eine Schöpferkraft unterwegs, eine starke Schöpferkraft. Ja, und dann habe ich vorab genommen schon, dass ich dann in diesem Schreibwarengeschäft war und dann diese Stifte und da ging es los. Also es war im Grunde Kraft, in Kraft. Also dort entsteht Leben. In der Natur macht der Mann wirklich viele Dinge möglich. In der Natur, unseren Ursprungs, und einer davon ist Kreativität, Schöpferkraft, Leben. Also eher das Weibliche mitwirken lassen. Ja. Ja? Denn das wird dann erstmal gebraucht. Ne? Also es entsteht Leben. Ja. Und jede Frau, übrigens, ja, bringt ja Kinder auf der Welt. Man bringt uns ja alle auf der Welt. Man, ja. Jeder von uns. Ja? Also wirklich keiner rettet sich. Ist so. Aber warum? Jetzt komme ich gerade auf diese Kugel. Das ist ja im Grunde, wenn man sich das anschaut, also eine Hebamme. Das ist so weit muss ich kurz da ein. Eine Hebamme hat mir gesagt, dass wenn die Eizelle und der Samen sich treffen, in kurzen Augenblick das aufleuchtet, fluoresziert. Ich war total gefühlvoll da erregt und sagen, was wie es leuchtet, ja, und die Zelle, dann ist das Leben drin, fertig, dann entsteht dann noch mehr Leben als zwei ineinander, ja, also weiblich männlich, so, ne? Was mir dabei eben aufgefallen ist, dass die Kugel schwebt. Stimmt. Ja, und das, also der Antrieb des Mannes wird sofort da gezeigt. Der muss arbeiten. Ne? Das ist Antrieb. Ja? Und die Weiblichkeit ist eher ruhend. Ja. Nicht wartend, sondern seiend. Ja. Ja. So, und deswegen kommt ja diese Energie ja gut, weil der Antrieb und das sei, also es muss ja, sonst können wir ja nicht entstehen. Ja. Ja, und bei uns ist immer so, deswegen diese Kugeln, diese Kugeln, die kein Licht haben, die, also normalerweise ist ja eine Kugel, da wird die Lampe, Schatten, Fenster. Da weiß das Gehirn, das ist eine Kugel. Jetzt machen wir mal eine wirkliche Kugel, das schafft das Auge nicht, weil es ja auch in uns ist, zum Beispiel. So kann man die Kunst bewegend erklären. Ja. So, ne? Deswegen herrscht meistens da drin auch weiblich-männlich. Manchmal ist es sehr männlich, manchmal ist es sehr weiblich, so wie ich mich fühle. Ja, aber ich bestehe nicht aus Mann und Mann oder Frau und Frau. Ich bestehe aus beiden. Gott sei Dank. Sonst gibt es mich ja nicht. Es ist ja ein Wunder jedes Mal, wenn was leuchtet. Ja? Ja. Also jeder von uns leuchtet im Grunde. Auf jeden Fall. Ja. Ja klar, wenn man Körper über Wärmebilder anschauen würde, würde er ja auch besonders leuchten, wenn sich Mann und Frau begegnen und sich voneinander angezogen fühlen. Spannend. Und dann erfährt man sich eben dann, ne, in dieser Schönheit unseren Ursprungs. Ja. Das ist die Erfahrung für dich. Da wir gerade bei männlich und weiblich gewesen sind, passend dazu bzw. zu dieser Leuchtkraft, hast du ein für mich zumindest sehr besonderes Gemälde, die drei Flammen der Liebe. Ja, die drei, ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein besonderes Gemälde. Es hat die drei Flammen der Liebe. Es sind eben drei Flammen, die in uns brennen. Also die Motivation, also sprich dieses Empfinden, wo ich gesagt habe, wow, ja, das passt zu uns Menschen, das habe ich von einem persischen Gedicht. Ja? Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie der Dichter heißt, aber es geht darum, also wenn wir eine schöne Flamme hätten hier, ja, und ein Schmetterling in dieser Flamme sein möchte und an ihr vorbei fliegt, dann spürt er Hitze. Also spürt diese Hitze der Flamme, so, oh, so ist die Liebe. So erklärt das dieser Dichter. Ja? Der zweite Schmetterling verbrennt sich an der Flamme und sagt, boah, so brennend muss sie sein. Ja? Und der dritte Schmetterling, der fliegt da einfach rein und wird
wirklich verzerrt von der Flamme der Liebe. So, und von uns allen sind wir alle in diesem Gefühl. Manche möchten nur sich wärmen, die anderen möchten sich verbrennen und die anderen möchten rein. Aber im Grunde möchte jeder rein. Jeder möchte erfahren, was dieses ist. Und deswegen habe ich jetzt drei Flammen der Liebe gemalt, um weibliche, männliche Wesen sich dazu in Vertrauen zu begeben, dass diese in uns brennen. Weil es ist ja in uns der Wunsch, bei uns, innen. Ja. Ne? So. Deswegen, also diese Flammen der Liebe, die sind in uns und für uns, also für männliche und weibliche Wesen. So entsteht dann dieses Gefühl des Vertrauens. Ne? Wahnsinnig faszinierend. Bei diesem Bild, ja. Diese Hingabe, die du gerade beschreibst bei der dritten Flamme, als der Schmetterling voll darin aufgeht, ja, steckt auch in jedem von deiner Gemälde, finde ich. Ja, das ist... Ja, halbe Sachen geht nicht. Das ist eben diese halbe, also verbrennt sich. Ja. Ja, ist auch unser. Ja, vielleicht muss man sich öfters mal verbrennen, um zu sagen, okay, jetzt will ich mal rein. Jetzt will ich mal fühlen, wer bin ich. Ja. Natürlich, ja, die Bilder bringen auch Sachen hervor. Ja? Also auch Sachen hervor, die jeden aktiviert, auch diese Taschenlampe nach innen zu richten. Ja? Ja. Und das ist eben dieses sich einfach mal reinlassen, was schwer ist, was nicht jeder mag, weil es gibt auch im Keller Sachen, die man nicht sehen möchte. Aber es ist ja so. Also ich sage ja nicht, dass das ist das, was schwer ist. Im Grunde, sich zu entscheiden, wirklich dann das Licht, also diese Eigenliebe, für sich zu nehmen. Ja, weil jede Liebe, die aufeinander zustößt, macht uns ja wahr, was in uns ja ist. Und wer will da schon hingucken? Niemand, das ist so, ich bin ja auch so, es ist völlig normal, aber eben dann irgendwann mal, es wird ja langweilig. Ja. Es wird ja langweilig, also mir wird es ja langweilig, also muss ich mal schauen, was ist da drin? Hm. Ja? Warum will ich da nicht hingucken? Ja, so, aber wenn man das Licht aufmacht, dann weiß man, was man wegzutun hat. Oder auch vielleicht sogar ein bisschen entstauben darf. Ja? Oder hervorholt. Oder hervorholt. Und da liegen die Schätze. Da liegen die Schätze der Menschheit. Ja. Ja? Die nichts mit dem Kopf zu tun haben. Sondern der Kopf ist dann dienlich zu das, was da ist. Ja. Ja? Und das macht uns wirklich aus. Also, habe ich das Gefühl. Ne? Weil viele würden sagen, Alfonso, du drehst aber ab. Ne? Aber ich glaube nicht. Also ich habe das Gefühl, das ist schon etwas, was uns allen befasst. Das Gefühl, ja, von, und jeder von sich selbst. Weil klar, wenn diese Eizelle und dieser Samen da aufleuchten auf einmal kurz, was ist das? Das ist Liebe, das ist Licht, das ist alles. Ja. Und trotzdem sehen wir das nicht, weil es in den weiblichen Organismus stattfindet. Wir sehen es nicht. Sondern es ist eben da entsteht es, da in der Weiblichkeit. Ne? Also, und das ist so eigentlich sehr wichtig, so, dass wir das da erkennen. Ja? Interessant, es gibt ja auch in der Bibel die Passage, ich bin die... Der Weg, die Wahrheit und das Licht. Also da ist Wahrheit, was du jetzt schon sehr oft verwendet hast, und Licht kombiniert. Und letztlich ist das ja auch wieder Liebe. Und die drei Worte sind ja ein Dreiklang. Und in deinen Gemälden taucht auch sehr oft dieser Dreiklang auf. Ja, das habe ich jetzt öfters gehört. Das ist wahr. Das hat eben eine Kunsthistorikerin auch so interpretiert. Für mich war das jetzt nicht so klar, sage ich ganz ehrlich. Sie hat mich da also dahin geführt. Das ist die Frau Häuser. Die hat da schon einen Blick dafür. Aber es stimmt schon. Es ist ja was Heiliges. Wir sind ja was Heiliges. Wenn wir uns da nicht erkennen, sind wir dann natürlich dann in dem Moment unheilig, weil eben das Gehirn, das sich, wer weiß nicht, da was überlegt an irgendwas, Dingen, die überhaupt gar nicht stimmen, ne? Das ist so. Das ist unsere Hauptbeschäftigung seit mehreren tausend Jahren gewesen. Ja. Und jetzt sollen wir schnell. Ja, geht auch. Aber muss man sich trauen. Ne? Ja. Erstmal wach werden mit sich. Ja. Und das ist eben alles drin enthalten. Diese Heiligkeit von uns. Auch wenn sie manchmal nicht so erscheint, ist es so. Ja. Sonst wären wir ja gar nicht hier. Ja. Was wäre dann, wenn eben nicht geleuchtet wäre? Dann wäre ja, gibt es uns ja, wenn wir nicht da. Ja. Also sind wir schon wundervolle Wesen, die durch verschiedene
Handlungen in unserem Leben, ohne niemanden zu verurteilen und zu beurteilen, uns dahin gebracht haben, vielleicht etwas zu stark im Kopf zu sein. Ja. Ohne dass man das jetzt so einfach mal da stehen lässt. Fertig. Ja. Also so. Was ich interessant finde, du hast vorhin gesagt, dass der Verstand uns dienen soll. Ja. Und das fand ich eine sehr wichtige Aussage. Denn es gibt ja die Theorie, dass, also zum einen wird gesagt, dass der Verstand völlig unwichtig ist. Und das empfinde ich aber überhaupt nicht so, denn nichts, was wir geschenkt bekommen haben, kann ohne Bedeutung sein. Aber ich fand es extrem wichtig, wie du gesagt hast, eben, dass der Verstand uns dienen soll, das zu offenbaren, was in uns ist, oder auch das umzusetzen, was in uns ist. Aber dass der Weg dann ja quasi immer übers Herz geht. Also, ja. Ja, also nehmen wir mal an, also ich durfte es eben vor kurzem erfahren, also ich habe 4 Kinder insgesamt, ja. Und meine letzten sind eben Stereo, also jeder für sich, ja. Aber doch gemeinsam, das sind eineiige Zwillinge. Und ich durfte eben dann das nochmal wie bei meinen ersten Kindern auch beobachten dürfen, wie sie groß werden. Also in dieser kurzen Zeit von Geburt an, die können nicht rechnen, nicht lesen, keine Sprachen. Die können nichts, was das Gehirn dann in unserem Alter kann, nicht wahr? Ja. So, also heißt, also ich komme ohne deutsche Sprache oder italienische oder englische, arabische, wundervoll, alle Sprachen dieser Erde sind nichtig, ja, wenn wir geboren werden. Nicht wahr? Ja. Also ist zuerst das Gefühl, das, ja, Herz, die Empathie. Ja. Ja. Und wir lernen nicht zuerst, wenn wir auf dieser Erde sind, zu lesen und zu rechnen. Nein. Also wir lernen zuerst zu fühlen. Was ist denn hier los? Wo bin ich denn hier gelandet? Also sagen wir jetzt, wenn man das so übersetzen dürfte, ne? Boah, und dann fängt man erstmal wie so ein Schwamm alles aufzusaugen. Wetter, Unwetter, Menschen, Gefühle, Schmerz, Leid, Liebe, großartige Liebe, großartige Leid. Also alles auf einmal, ja? So dieses Babytum, ja? So wie ich gehört habe, hat es noch, ich glaube, bis die 4, 5 Jahre alt sind, 4000 Informationen am Tag oder mehr. Ja. Wow, also was macht das Gehirn denn da? Nix. Das ist klein, ja, aber großartig klein. Also ich möchte es nicht mindern, aber im Grunde dessen, wenn wir dann erfüllen, wie das Baby da aufwächst in uns, ja, es ist ja nicht so, dass mein Baby weg ist oder mein Aufleuchten weg ist, wenn ich auf einmal erwachsen bin oder wachse. Ja. Es ist ja immer da. Ja. Baby ist da, Kind ist da, und nicht nur das innerliche Kind, das ist viel mehr, unendlich viel mehr, ja. Das Gehirn macht da so eine kleine Bremse. Es ist auch seine Aufgabe, Grenzen zu setzen, gut und schön. Aber es ist von unserem ganzen Sein die Aufgabe, in das Gefühl wieder einzutauchen, um das Gehirn ein bisschen mehr zu erfreuen. Ja? Also auch mir sagen, okay, du kannst mehr als nur, nee, das geht nicht, das könnte ich vielleicht, na, da, boah, nee, ja, vielleicht, mal gucken. Also, ja. Das, was in uns allen brennt, schon mal, ja, um sich das irgendwie so für sich selber mal etwas mehr hervorzuholen. Nicht so einfach, aber es funktioniert. So, ja? Ja. Es funktioniert. Wenn man sich einfach überlegt, dass man als Kind, als Baby, nicht mal als Kind, schon mal sehr früh, also mit dem Licht eigentlich schon beseelt ist, dann den Rest brauchen wir nicht mehr. Hm. Der Rest kommt ja. Da sind wir ja. Da sind wir ja. Also eigentlich erstmal wieder verlernen, was gelernt wurde. Sagen wir mal, das Gehirn ist also wissenschaftlich gesehen nach 48 Tagen ist bereit zu vergessen. 48 Tage, warum auch immer. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, ich möchte keine Zigaretten mehr rauchen, Beispiel. Ne? 48 Tage, sagt er, nee, du hast schon immer geraucht und du rauchst weiter. Also er hat diese Aufgabe, uns auch routiniert, auch irgendwo hinzuhalten, was gut ist. Ja. Also das Gehirn hat für mich Platz 2. Mhm. So, weil ich lange Zeit gedacht habe, es war Platz 1. Aber wenn man sich unsere Ursache anschaut, von der Geburt an, in der wir entstehen, also von der Weiblichkeit herauskommend, kann ich mir da Intellekt nicht vorstellen. Das ist eine extrem spannende Sichtweise. So habe ich das noch überhaupt nicht gesehen. Deswegen sitzen wir wahrscheinlich hier, damit wir beide noch mal gucken, was können wir dann noch den Menschen geben, schön ist so, ne? Ja.
was in dem Moment auch etwas ist, was, wie gesagt, durch die Kunst mehr am Herzen liegt. Ja. Um nicht die andere zur Kunst wirklich da zu mindern. Ne? Also ich bin, also jeden Ausdruck von uns, eben Seelen ist auch ein Ausdruckwort. Wie komme ich da, wie schaffe ich, wie komme ich da weiter? Aber das ist das alles? Also sich in Frage zu stellen, in guter Weise ist auch schön. Ne? Ja. So, sich mal so zu wissen, ja okay, nachdem das Ei und der Samen sich vereint haben, geht's ja weiter. Ja. Ich habe ein Beispiel, was mich wach gemacht hat. Mhm. Ne? Es gibt diese wunderschönen russischen Matruschka heißen die, glaube ich. Ja, genau. Ne? Also wenn man sie öffnet, ja, also ist das so eine Urgroßmutter. Dann kommt dann irgendwie die alte Frau, dann kommt die reife Frau. Also es sind ja immer weibliche, aber es gibt auch männlich. Habe ich auch gesucht. Okay. Das gibt's ja gar nicht. Wir haben keine. Doch haben wir, aber nicht aus Russland, ich glaube aus England. Nein, später entstanden, also vielleicht nachgeahmt. Quasi, ja, klar, ist auch gut. Ich meine, aber da kann man sehen, wie wichtig die weibliche Energie ist. Ja. Ja? So, wenn man jetzt die ganzen Puppen aufmacht, wenn man von Geburt an bis zur, wie soll ich sagen, bis zur menschlichen Reife und dann weitergeht, ja, weil wird der Körper ja, sonst hätten wir ja noch mehr Matruschkas, nicht wahr? Ja. Ist aber nicht. Also heißt im Grunde, da hört es auf mit allen, dass die Dinge, die wir sammeln durften, für unseren weitergehen. So, weil in dem Moment ist ja alles noch in uns. Das stimmt. Es ist da drin. Ja. Also es ist in mir. Also in jeder von uns ist ein Selbst. Man könnte das aber auch rückwärts sehen, dass man quasi Schale für Schale freilegt. Also wie du gesagt hast, mit der Taschenlampe ins Innere leuchten, was in einem ist. Ja, stimmt. Weil wir manchmal, tut richtig. Sehr gut. Weil im Grunde da fehlen uns mal Abschnitte. Ne? Die fehlen ja. Aber wie man sieht, fehlen die ja nicht. Ja. Die sind ja da. Und was schön an das Wort fehlen, ja? Wo was fehlt, kann man was hinzufügen. Das stimmt. Und da wir ja da sind, ne? Sondern gucken, wo kann ich diesen Anteil in mir da fügen, hinzu, von mir selbst. Ja? Dann ist das wieder so, immer mehr diesen Ursprung, ja. Ist schon gut. Also das Gehirn, der wird immer funktionieren, Gott sei Dank. Ne? Also in unserer gesunden Natur. Ja? Das heißt im Grunde, den haben wir ja. Was wir ja in uns schlummert, ist ja unendlich schön. Ja. Ja? Und das ist das, was dann für sich selbst dann ein intimer Weg ist. Ein schöner intimer Weg, ja. Woher glaubst du, kommt dann bei manchen die Angst vor dem, was in einem oder was in der Person dann schlummert? Du hast gerade gesagt, das, was in uns ist, ist unheimlich schön und das glaube ich auch. Nur manche haben extrem große Angst davor, was das sein könnte. Ja, bei uns, diese Frage ist gut, ich habe sie mir auch gestellt. Ne? So, weil uns keiner gezeigt hat, wie es geht. Ja? Also uns zeigt man, wie man zu gehen hat, also Ursprung. Ne? Ja. Krabbeln tun wir ja selber, irgendwann mal gehen wir und dann wird uns gezeigt, die Ampel ist rot, grün, gelb, lila und das macht uns durcheinander. Ja. Was, also ab einem bestimmten Alter glauben wir, Grenzen zu setzen, wo es keine Grenzen gibt. Ja. Sondern das ist eigenes Empfinden. Ne? Das darf ja sein. Ja. Ja? Und wo die Grenzen entstehen sollen, ist klar. Ja. Heiße Platte, also viele ganz banale Beispiele, wo der menschliche Organismus reagiert. Finger weg, verbrennst dich oder sowas. Ja? Ja. Aber das sind eben, das ist so das. Und das andere ist eben was anderes. Hm. Ja? Ja. Ja, das kann wirklich gut sein. Ich gucke immer in die Richtung, weil ich so fasziniert von den Gemälden bin. Wir zeigen die dann auch gleich mal noch. Hast du eigentlich ein Lieblingsgemälde? Ja. Also wirklich eine der meine Lieblingsgemälde sind nicht. Ich habe 3-4 Stück, die ich sehr gern mag. Und die sind aber nicht hier. Oder doch? Aber wahrscheinlich. Ich werde mal gleich gucken. Ja. Einer ist da. Da habe ich gedacht, es können sich kommen wieder ganz viele Themen natürlich, sich Außerirdische aufhängen würden. Wobei ich glaube, wir sind Außerirdische, ne? Also mal ganz ehrlich. Ja? Wir sind zwar irdisch, ja? Irgendwie aber immer noch irgendwo in einem Sonnensystem, in einer Galaxie, in einem Universum.
Das ist ein extrem interessanter Gedanke, ja. So, einfach nur so dargestellt, ja. Also es ist deswegen, also ich habe ein Bild, das könnte ich Alien außerirdisch aufhängen. Ja. Ja, das zieht mich total. Ich, keine Ahnung, also ich mal es ja, dann nehme ich es weg und dann sage ich, wow. Ne? Hat mich jemand gefragt und kann man das erwerben? So, nö. Ist so. Ne? Dann habe ich einen sehr besonderen Bild zu Hause, der mich völlig fasziniert. Also das ist ein Bild, ich weiß, das ist rosa. Das ist auf Instagram. Ja. Ist das Bild ganz unten, also ganz am Anfang. Das ist wie, so stelle ich mir zum Beispiel den, also dieses Anfang des Lebens vor. Ne? Das hat ja. So ganz viele, das hat einfach ein schönes Gefühl, was dieses Bild, obwohl drumherum ziemlich abgefahren, also ziemlich starke Wirbelungen sind, das ist so ein Bild, was mir sehr gut gefällt. Das sind so die Bilder, die mich faszinieren, weil ich weiß nicht, wie also von den neuen Kreationen. Von den alten Kreationen gibt es auch noch zwei. Wie das ganz Große, was ich dir vorhin gezeigt habe. Da. Und noch ein anderes, das nenne ich das Mädchenbild. Weil es hat Energie, weibliche Energie. Cool. Ja. So. Das sind die Bilder, die mich faszinieren. Von da aus, oder ja doch, von da aus habe ich sowieso einen Schlüssel ja, zu dieses wie nennt man das, die Gefühle in Bilder umzuwandeln. So. Das Gefühl in etwas umzuwandeln, was tatsächlich, klar, die Techniken kommen vom Intellekt. Das ist ja so. Hm. Dafür gebrauche ich dann aber auch dann. Ne? Ja. Ich gebrauche ihn, ja. Also das ist wichtig, weil meistens ja uns auch morgens früh lange schon fängt das an. Ne? Ja. Naja, mit Dankbarkeit ist es ein bisschen entspannter, wenn man das so morgens übt. Aber das ist das so. Ne? Also das Training ist klar, die Harmonie in sich zu suchen, da wo es verstaubt ist, ja, da was rauszunehmen. Bei mir mit den Bildern, manchmal habe ich auch so Bilder, gesagt, oh, komisches Bild, aber okay, was ist das? Ja, das ist wieder eine Widerspiegelung. Ja? Ja. Und sagt, okay, alles klar, es ist ja auch lebendig, ja. Ist ja auch da. Ja. Also füttern wir das mit Liebe. Also ich füttere das dann mit Liebe, so gut es geht. Ja. Ja, weil sie soll ja auch von mir kommen. Ne? So, ja. Immer im Kopf behaltend, dieses Ei und diesen Samen, die dann aufleuchten am Anfang. Das ist wichtig. Ja. Na, es gibt einen Anker, eine Ursache, also ein weiblich-männliches Prinzip in uns, den wir manchmal verleugnen. Ein Mann verleugnet meistens sein weibliches. Ja. Und im Grunde, die weiblichen, wenn sie männliches verleugnet, ist nicht so schlimm. Weil das Weibliche hat ja schon was Lebendiges, aber ja. So beides. Im Grunde so, was auch immer, was wir da für Nuancen in uns entstehen, diese immer zu integrieren. Ja. Ja? Das ist eigentlich so eine schöne Aufgabe. Hm. Ja, dafür braucht man eben freien Kopf. Der Kopf will das nicht. Das stimmt. Deswegen male ich. Oder mach Musik. Oder schneid Haare. Ja. Du hast zwei sehr interessante Sachen gerade gesagt, woraus sich eine Frage bei mir ergibt. Zum einen hast du gesagt, ganz am Anfang war das, dass du durchs Zeichnen extreme Energie kriegst, dass du manchmal stundenlang zeichnest und dann kommt so ein Energieschub bei dir. Und viele Künstler sagen eher, dass sie sich nach dem Erschaffen von dem Werk leer fühlen, weil aus ihnen was rausgegangen ist. Und das Zweite, was du gesagt hast, war, dass du manchmal überrascht bist, was du da erschaffen hast. Deswegen meine Frage, würdest du dich selber als Kanal betrachten oder kommt das aus deinem Inneren? Beides, ja. Also wie gesagt, ich habe ja schon mal ein paar andere Bilder gemalt. Wir sehen schon ein bisschen eher so. Also wenn ich mir da angucke, ja, kanalisiere ich da auch was. Hm. Ja. Durch mein Leben und durch das, was ich gelesen, erfüllt und auch rückwirkend klären konnte, es ist ein weit breitetes Thema. Es ist also nicht im Augenblick so darzustellen, aber das ist einfach gehen. Ja. Das, ich kann es nicht anders sagen. Ne? Das ist etwas, was ich da gehe. Ja. Ja, und bei mir fließt es immer. Es ist
Man kennt das schon, ne? Also die Menschen jetzt zum Beispiel dann, unruhig, die wissen nicht, wohin mit sich, ne? So, Kaffee trinken, so. Mal rausgehen, mal gucken, was los ist. Schnell. Also Energie, viel Energie, viel Antrieb. Ja. Ja. Was macht man da? Ja, einen Ruhepol suchen, nicht wahr? Hm. Das muss man aber erstmal einfallen. Ja. Und wenn man drin ist, fällt da gar nichts ein. Ja. Also man wird dann für sich von uns selbst, also wir haben dann, deswegen ist das immer, wir brauchen hier meistens auch Menschen in uns, die sagen, komm mal da, mach das doch, ist doch gut. Ja, kenne ich nicht, will ich nicht, habe ich nie gemacht, ich bin lieber da. Ja, das ist doch eine Wand, da bist du schon da. Also man erklärt das ja. Es ist ja nicht so, dass den Augenblick, dass ein Mensch diesen Weg dann gehen soll. Nein, aber er weiß, da ist was. Da ist was anderes. Die Neugier, ne? So, und dann entschließt man sich, diesen Weg zu gehen und man hat eine andere Offenbarung des Lebens. Und das will nicht jeder. Ja, da haben wir genug Bremsen in uns. Ist ja logisch, es ist ja auch alles, deswegen brauchen wir Leute, die uns Gespräche, also ein Interview kann uns alle helfen ein bisschen, ja. Gegenseitig noch mal ein bisschen zu sehen, wow. Ja, das verstehe ich, also das kommt mir bekannt vor, ja. Ja. Oder, das weiß ich doch. Ja, was muss man machen, so morgens früh Dankbarkeit leben, ja. Und nicht, boah, mein Gott, boah, jetzt muss ich wieder aufstehen. Nee, oh, danke. Danke, dass ich da bin. Danke, danke, danke. Oh, Luft atmen. Ja, gut. So ein Baby machst du doch keine Gedanken, ob der aufsteht oder nicht. Das stimmt. Der fängt an zu atmen und genießt das Leben. Das sind wir auch, ne, wenn man die Matruschkas denkt, ja? Männlich, weiblich. Ja? Das sind wir. Ja, das stimmt. Alfonso, ich könnte dich wahrscheinlich nach 1000 Sachen fragen. Aber meine abschließende Frage, weil das, was du jetzt gerade angeschnitten hast, glaube ich, für unsere Zuschauer so eine extrem gute Botschaft ist, würde ich es an der Stelle beenden und dich als Letztes nur noch fragen, was für dich ein sehr wichtiger Leitgedanke ist. Ich glaube, das Gehen, einfach Gehen, ist schon sehr oft genannt worden, aber was ist für dich so ein Leitgedanke, den du unseren Zuschauern mitgeben würdest? Wow, also kurz und knapp, wirklich, wenn ich morgens die ersten Gefühle habe oder der erste Gedanke kommt, Dankbarkeit, danke. Auch für diesen Gedanken, der vielleicht gerade in dem Moment echt schlimm ist. Danke, 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 vielen Dank, Dankeschön. Ja, ja. Das macht viel mehr Freude. Das ist das, was ich sagen möchte. Und dankbar sein, dass ich lebe. Ja. Ja. Das ist schon, das würde ich euch gerne mitgeben. Ja? Das ist, das haben wir alle verdient. Wirklich. Ja. So. Ja, diese Freude und Herzlichkeit strahlst du auch wirklich aus. Also man merkt, dass es tatsächlich, dass es nicht einfach so gesagt ist, sondern dass du das wirklich so praktizierst. Ja. Wie können denn unsere Zuschauer dich jetzt erreichen? Also du hast vorhin schon Instagram erwähnt. Auf TikTok bist du neuerdings sogar sehr erfolgreich. Ja, das stimmt. Das werde ich auch alles unter dem Video verlinken. Aber wie können Sie dich jetzt kontaktieren, wenn Sie beispielsweise etwas von deiner Kunst kaufen wollen oder wenn Sie sich überhaupt erstmal deine Kunst anschauen wollen, so vor Ort? Ja, also ich habe einen Internetshop, alfonsogravina.com. Aber wenn man schon Alfonso Gravina eingibt, dann kommt das, was zu kommen hat. So, ja. Da kann man sehr, sehr viel. Und wenn man mich fragen will, bestimmte Sachen fragen will, klar, über TikTok, ja, und über Instagram. Das geht. Aber die Kunst sich anschauen geht gut. In diesem Internetshop, da ist sehr viel zu sehen. Und natürlich auf Instagram und auf TikTok auch, ja. Wird es bald mal eine Art Galerie oder Ausstellung von dir geben? Ja, also sehr bald gerade nicht. Aber ich plane gerne diesen Raum doch sehr bald, also im Januar. Januar, Anfang Februar, werden wir hier eine Vernissage veranstalten. Okay, also hier in Wuppertal. Und ich werde auch die Adresse unter dem Video verlinken. Und wenn es Neuigkeiten von dir gibt, würde ich das dann auch dazu schreiben. Vielen Dank. Lieber Alfonso, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank. Das war ein extrem spannendes Gespräch mit dir. Also ich konnte mir selber ganz viel mitnehmen, so für mich. Vielen Dank. Und ich denke, unseren Zuschauern geht es genauso. Dankeschön und auch Dank an Sie. Ja, vielen Dank. Das war wirklich auch sehr entspannt und sehr beruhigend, mit dir zu reden. Vielen Dank. Danke. Okay, dann sehen wir uns bald wieder.